Ja, welche Symbole, Korrespondenzen hat Wasser? Zunächst einmal ist die klassische Rune des Wassers Lagus, die Rune des Fließens. Dann wird mit Wasser noch assoziiert der Tropfen, das Meer, das Urmeer, der Urschoß, das weiblich-göttliche, das Fruchtbare, das Reinigende. Wasser wird auch assoziiert mit Nixen, mit allen Wesen, die im Wasser leben, mit Nymphen. Es wird als Tor in die Anderswelt gesehen, indem man in einen Fluss steigt oder ins Meer steigt und untertaucht. Wasser ist auch ein Initiationselement, das heißt, der zu Initiierende wird mit Wasser gereinigt und gesegnet. Das ist die Macht des Wassers. Wasser ist ein Spiegel der Seele. Wasser ist die Weltenseele.